Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total auf das heutige Video, denn ich habe richtig Lust auf so ein richtig cozy Video mit euch zusammen. Ich wollte mit euch heute den Abend verbringen und so ein kleines Girls Night Date machen, so ein bisschen Big Sister Advice. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr gerade irgendwie zwischen einer Entscheidung steht, irgendwie zu irgendeinem Thema meine Meinung hören wollt oder einfach nur meinen Rat zu irgendeinem Thema. Weil ich finde, manchmal ist es ganz gut, so einen externen Rat zu bekommen. Und ich hatte schon so oft Momente in meinem Leben, wo ich zwischen einer Entscheidung gestanden bin und mir gedacht habe, ich brauche einfach jetzt gerade Hilfe oder irgendwie so einen Denkanstoß. Und das möchte ich für euch heute sein. Also schnappt euch irgendwas zum Trinken. Ich habe mir hier ein fettes Wasserglas geholt, weil ich habe heute super wenig getrunken. Es ist jetzt auch am Abend bei mir. Es ist 7:30. Es ist dunkel draußen. Ich habe in meiner ganzen Wohnung Lichterketten an. Wir haben hier meinen Freund Winnie dabei, der uns durchs Video begleitet. Und ja, das Video kommt Mittwochabend online, deswegen dachte ich, wäre das irgendwie ganz cool. Und falls euch das gefällt, dann mache ich das öfter. Also ich liebe irgendwie solche Videos, wo ich euch weiterhelfe und wo ich einfach so entspannt da sitze und mit euch quatsche. Und bevor wir ins Thema reinstarten, checkt gerne mal ab, ob ihr mich bereits abonniert habt, denn ich schaue immer mal wieder nach und immer noch über 50% der Menschen, die meine Videos schauen, haben mich noch gar nicht abonniert und ihr würdet mir super, super, super viel weiterhelfen, wenn ihr mich abonniert. Ist kostenlos, ihr verpasst keine Videos mehr von mir und ihr macht mir eine Freude. Also schaut da gerne mal nach und ich würde sagen, ich schauen wir gleich mal an, was ihr für Fragen gestellt habt, beziehungsweise ihr habt mir auch DMs geschrieben und wie immer ist alles anonym, also ihr braucht euch da nie Gedanken machen, also weil ich ein paar Nachrichten bekommen habe, dass sie gerne anonym bleiben. Ich bin die einzige Person, die Zugang zu meinem Instagram-Account hat und ihr braucht euch da nie Gedanken machen. Das ist ein richtiger Safe Space, mein Instagram. Die Fragen sind so ein bisschen durcheinander, ich habe mir auch nicht alle durchgelesen, aber es wird jetzt so ein richtig durcheinander ganz viele Themen besprechen und ich würde sagen, let's go. Woran meinst du, erkennt man den Partner fürs Leben? Ich habe aktuell große Zweifel. Ich kann das so nachvollziehen und ich bin natürlich auch nicht allwissend und habe auch nicht immer die richtigen Antworten, sage ich mal, aber ich kann halt von meinem Leben so ein bisschen erzählen. Ich glaube, wenn man die Augen zumacht und so richtig krass in sich reinhört und so komplett hundertprozentig ehrlich ist, weil ich war auch so lange nicht ehrlich zu mir. Ich hatte immer diesen Filter und war nicht ehrlich. Ich hatte immer diese Stimme in meinem Kopf, aber ich konnte nicht drauf hören, weil ich die nicht ernst nehmen wollte, weil ich so große Angst hatte. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, man weiß es. Und wenn man Zweifel hat über eine längere Zeit, dann glaube ich, ist es auch schon so ein bisschen ein Beweis. Also es, natürlich gibt es immer verschiedene Gründe, aber ich glaube, wenn man den Partner fürs Leben hat, dann weiß man es. Und das ist vielleicht jetzt hart zu hören für viele, die schon länger Zweifel haben. Und ich war auch so, dass ich das gar nicht hören wollte. Ich war immer so, nein, man hat immer mal wieder Zweifel und es ist ganz normal. Aber grundsätzlich glaube ich, tief drinnen weiß man die Antwort selber. Und ja, ich glaube, das weiß man. Und man hat ein Gefühl und das ist die Antwort, die ich geben kann. Ich habe tatsächlich ein paar mehr Fragen bekommen, deswegen wollte ich jetzt mal kurz die andere noch suchen. Okay, da habe ich die. Mein Partner hat sehr viele gute Eigenschaften, aber auch ein paar Macken, die mich extrem stören. Ich bin schon lange am Zweifeln und fühle mich schon länger nicht mehr wohl in der Beziehung. Also was ich grundsätzlich schon finde, ist, dass es nicht die eine perfekte Beziehung gibt, wo alles zu 100% passt, wo man sich nie streitet, wo man nie ein komisches Gefühl hat, wo man nie so getriggert wird. Weil ich glaube, dass es dazugehört, wenn man richtige Liebe erfährt, dass man durch Höhen und Tiefen geht und dass man die auch miteinander aussprechen muss, dass man Themen aufarbeiten muss und dass es vielleicht nicht einen Partner gibt, der wo alles perfekt ist. Und ich glaube schon, dass man auch da drüber stehen kann, beziehungsweise bin ich mir ganz sicher. Aber wenn du schon sagst, du hast schon länger Zweifel, dann ist das schon ein Grund, so ein bisschen mehr in dich reinzuhören. Weil diese Zweifel, die man immer wieder unterdrückt, das können Gründe sein, wie man hat Angst, etwas zu verändern.
weil der Status quo, in dem man sich befindet, immer die leichtere Variante ist. Also es ist immer so, ich habe das auch im Studium gelernt, dass man eher in der jetzigen Situation bleibt, weil man einfach Angst hat von der Veränderung, weil eine Beziehung zu beenden ist so ein krasser Schritt, weil man quasi sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und natürlich übersieht man dann diese Zweifel gern oder denkt sich so, nee, ich sehe da jetzt drüber hinweg oder ich ignoriere die, weil man einfach Angst hat. Aber grundsätzlich sollte man, glaube ich, wirklich so krass auf sein Bauchgefühl hören und so krass auf sich selber, weil man selber weiß es immer am allerbesten. Und ja, ich kann dir nur sagen, ich glaube, jeder, der Zweifel hat, weiß es eigentlich. Oder jeder, der so sich fragt, ist es das Richtige für mich oder nicht? Man weiß es eigentlich so innerlich und man hat innerlich die Antwort schon. Und das kann dir auch niemand anderes sagen. Das ist auch was, was ich lernen musste. Aber was ich euch mitgeben kann, ist, habt keine Angst vor Veränderungen. Und das kommt von jemandem, der krasse Angst vor Veränderungen hat. Aber dieses Jahr war voller Veränderungen bei mir und ich entwickle mich zu einem Leben hin, das ich mir nie erträumt hätte. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal so eine Beziehung habe, wie ich das jetzt habe. Oder auch so mein Leben. Ich wohne hier alleine in der Wohnung und hätte mir nie gedacht, dass ich mal alleine leben kann in der Wohnung und sie mir so einrichte, wie ich es liebe und ich mir das selber finanzieren kann. Und das sind alles so kleine Entscheidungen, die man trifft im Leben, die immer Mut brauchen, und hab keine Angst vor Veränderung. Auch eine Sache, die immer wieder aufkam, ist, dass ihr gerne oder dass viele gerne mit Social Media anfangen wollen. Die Frage lautet, ich habe auch Lust, mit Social Media zu beginnen. Wie bekommst du alles unter einen Hut und machst dir keinen Druck, abliefern zu müssen? Stresst es dich auch manchmal? Ja. und ob mich das stresst? Also der Job Social Media, ich mache jetzt Social Media seit ungefähr einem Jahr Vollzeit, weil ich ja meinen Bachelor beendet habe und jetzt gerade immer noch nicht genau weiß, wo es hin für mich geht, dachte ich mir, ich gebe den ganzen Mal eine Chance und mache das Vollzeit. Es ist schon sehr viel Arbeit, was man total unterschätzt, wenn man nichts mit dem Beruf irgendwie sich darunter vorstellen kann und man sieht es auch gar nicht, also weder Familie noch auf Social Media sieht man wirklich, was dahinter steckt und wie viel Aufwand das ist. Aber ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ob das anstrengend ist, dann sage ich meistens, es ist schon viel Arbeit, aber es ist natürlich Arbeit, die ich super gerne mache, aber es ist für den Kopf super anstrengend. Also gerade, wenn man so ein Overthinker, People-Pleaser ist wie ich, ist es super viele mentale Arbeit. Und ich glaube, man merkt es auch oft, weil ich oft sage, dass ich Selbstzweifel habe oder dass ich wieder in so eine Selbstzweifelphase stecke. Es ist wirklich konstant, ich bin konstant meiner Persönlichkeit ausgesetzt und das ist für mich manchmal echt schwierig und auch super vielen Meinungen von anderen. Und es ist nicht so, es ist klar, also es ist ein unfassbar toller Beruf und ich bin super, super dankbar, dass ich das machen kann und dass ich davon leben kann und dass ich, hätte ich mir auch nie gedacht, aber es ist trotzdem wirklich mental manchmal total schwierig und auch manchmal beängstigend. Also super viele Menschen bilden sich Meinungen. Ich habe ständig die Angst, nicht gut genug zu sein und unnötig zu sein und überflüssig zu sein. Und es ist schon immer der Druck, abliefern zu müssen. Und wenn man ständig irgendwie so sein größter Kritiker ist und ständig sich selber sagt so, dass es unnötig ist, was ich mache und dass ich nie gut genug bin. Und wenn ich die ganzen anderen tollen Kanäle sehe, dann denke ich mir, was mache ich überhaupt? Also diese Selbstzweifel, an denen ich arbeite und auch oft in der Therapie aufarbeite, das ist halt das Anstrengende, sage ich mal. Aber ich glaube, dass es ganz normal ist, dass jeder Beruf hat Höhen und Tiefen, jeder Beruf hat Vorteile und Nachteile. Und ich möchte jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil es ist super gezahlt und man kann sich die Zeit selber einteilen, aber es ist nicht nur so rosig, wie es immer aussieht von außen. Das möchte ich auch dazu sagen. Und Tipps, ob ich Tipps habe, einfach das machen, was man liebt. Klingt jetzt irgendwie so richtig eine basic Antwort, aber
Ich habe vor 5 Jahren angefangen. Ich habe da mein erstes YouTube-Video online gestellt. Und ich habe einfach das gemacht, was sich nach mir angefühlt hat. Und habe nie aufgegeben. Also ich habe ewig gebraucht, bis ich generell mal was verdient habe mit Social Media. Und ich habe das aber auch nicht nur wegen dem Geld gemacht, sondern einfach, weil ich das für mich machen wollte, weil ich mir beweisen wollte. Ich habe das auch irgendwie in der Therapie angesprochen und meinte so, irgendwie war das für mich so wie ein neues Leben zu starten. Nicht, weil mein Leben dann öffentlich war, sondern weil ich das allererste Mal für mich das gemacht habe, weil ich mich getraut habe, was zu machen. Ich war damals super, super schüchtern und unsicher und hatte jetzt nicht wirklich große Ziele im Leben. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig an mich geglaubt habe und nie aufgegeben habe. Und das kann ich jedem raten, dass man einfach sein Ding macht, sich nicht verunsichern lässt und einfach weiter durchzieht. Und immer authentisch bleiben, immer versuchen, mit dem Content irgendwas Positives auf der Welt zu machen, irgendjemanden positiv zu beeinflussen oder, keine Ahnung, einfach irgendwas Gutes damit zu machen. Das würde ich als Ratschlag weitergeben. Tipps, wie man offener wird und mehr Leute kennenlernt. Ich würde mich tatsächlich mittlerweile echt als offenen Menschen beschreiben. Und meine Tipps zu jemandem, der schüchtern war, niemanden angesprochen hat, jegliche soziale Interaktion vermieden hat und zu mir jetzt, dass ich habe gar keine Berührungsängste mehr eigentlich mit neuen Menschen kennenzulernen und von da nach da, das hat Jahre gedauert. Also es ist wirklich so, man wünscht sich das immer. Ich habe auch damals immer gegoogelt, wie werde ich selbstbewusst oder habe mir Bücher gekauft zu dem Thema, wie werde ich endlich selbstbewusst. Und ich habe aber nicht realisiert, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern so eine Kombination aus so vielen Dingen ist. Was mir schlussendlich geholfen hat, ist eben, ich möchte nicht immer diese Basic-Antworten geben, aber es ist wirklich so, dass es bei mir wirklich der Faktor raus aus der Comfortzone hat mich so stärker gemacht. Angefangen eben bei meinem YouTube-Kanal, dann tanzen angefangen, dann mich vor jeder Challenge, vor jeder Angst, die ich hatte, gestellt habe. Also wie zum Beispiel mit dem Singen zu starten, vor anderen Menschen zu singen. Einfach raus aus meiner Comfortzone und Stück für Stück habe ich immer mehr zu mir selber gefunden und bin immer selbstbewusster geworden, habe immer mehr realisiert, welchen Vorteil oder dass ich Menschen auch gut tun kann und dass ich eine Daseinsberechtigung habe, dass ich nicht irgendjemand bin, sondern ich auch einen Wert habe. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich hatte damals so eine schlechte Meinung von mir und man muss sich das erstmal aufbauen, dieses Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Themaverfehlung gemacht. Tipps, wie man offener wird und mehr Leute kennenlernt. Okay, vielleicht eine kleine Themaverfehlung. Ich habe ein bisschen ausgeholt, aber wie man offener wird, war eben bei mir, dass ich einfach mein Selbstbewusstsein gesteigert habe und keine Angst vor dem Cringe. Ich sage das total oft, aber habt keine Angst, cringe zu sein. Wenn man mal nicht weiß, was man reden soll, wenn man stottert, wenn man sich verspricht, who cares? Einfach Menschen ansprechen, immer wieder kleine Challenges machen und keine Angst vor dem Cringe ist mein Tipp für alles. Weil am Anfang, wenn man irgendwas startet, ist es immer cringe oder ist es immer noch nicht so gut. Aber das ist ja komplett normal und jeder hat mal klein angefangen. Deswegen, ja, das waren jetzt meine Tipps. Wie schaffe ich es, schwierige Themen in der Therapie anzusprechen? Ich verstehe, woher die Frage kommt, auf jeden Fall, weil ich bin auch manchmal so, kann ich das sagen oder kann ich diese Gedanken von mir laut sagen? Aber was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich nicht 100% ehrlich zu meiner Therapeutin bin, wie kann ich dann jemals meine alten Themen aufarbeiten? Deswegen versuche ich so komplett ehrlich zu sein und ich bin ja da, um an mir zu arbeiten und meine Therapeutin ist ja auch da, um mir weiterzuhelfen. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach über seinen eigenen Schatten springen und die Themen ansprechen, auch wenn sie schwierig sind. Aber dazu ist man da. Und wenn du noch nicht bereit dazu bist, dann ist es auch, finde ich, gar kein Problem oder gar kein, also total verständlich, je nachdem, was es für Themen sind. Wenn du Zeit brauchst, dann brauchst du Zeit. Also du hast dein eigenes Tempo
Und in der Therapie gibt es auch keinen Zeitplan, wie was verlaufen soll. Es ist ja für dich und deswegen ist dein Tempo das richtige Tempo. Hast du Erfahrungen mit Prüfungsangst, Versagensangst und wie geht man damit um? Ich hatte, beziehungsweise ich habe solche Prüfungsangst. Ich war immer super, super nervös vor Prüfungen und habe mir so viel verbaut durch meine Prüfungsangst. Ich habe Blackouts bekommen während der Prüfung. Es war ganz, ganz schlimm. Ich habe auch ein paar Vlogs online gestellt, wo ich Prüfungen nicht bestanden habe und wegen auch meiner Prüfungsangst. Wie ich das quasi, sage ich mal, überwunden habe, war es wirklich so, sich um mich zu kümmern, während dem Lernen, aber auch vor der Prüfung. Ich habe auch eine Playlist, also eine Get This Exam Done Playlist, wo ich alle Confidence, also alle Selbstbewusstseins-Song reingepackt habe, dass ich mir die davor anhöre und so richtig selbstbewusst hingehe. Und ich habe versucht, wirklich an meinem Mindset zu ändern, an meinem Mindset zu arbeiten. Und ich habe einfach geschaut, dass ich mit dem richtigen Mindset reingehe, dass ich mir selber Mut zuspreche und einen Tee trinke und all die Dinge. Ich habe leider nicht wirklich die eine Lösung, aber einfach so ein bisschen am Mindset zu arbeiten, Meditationen machen. Ja, falls ihr eine gute Lösung habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir können uns auch gerne jederzeit untereinander helfen. Weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe gar keine Prüfungsangst mehr. Ja. Mein Partner hat dieses Jahr leider keine Zeit mehr, um zusammen in den Urlaub zu fliegen. Ich würde aber so gerne, weil ich seit meinem Masterabschluss und Beginn meiner Promotion noch gar keine Pause gemacht habe. Bin am Überlegen, ob ich alleine fliegen soll, wollte aber eigentlich zusammen mit ihm erleben. Also ich habe gar nicht wirklich Angst vor dem allein im Urlaub sein, sondern eher davon, dass ich diese Momente viel lieber mit ihm teilen würde. Das verstehe ich. Allerdings hast du ja eigentlich nur die Wahl zwischen alleine fliegen oder nicht zu fliegen, weil dein Freund hat ja dieses Jahr keine Zeit mehr. Das bedeutet, du fliegst alleine. Ich verstehe total den Gedanken mit, du würdest gerne die Zeit mit ihm zusammen erleben, aber das kannst du ja immer noch, wenn er dann Zeit hat, also nächstes Jahr. Und für mich, also ich habe auch ganz viele Fragen immer bekommen, wie ist es für dich, dass du da, also als ich in Australien war, wie ist es, dass du so alleine bist? Würdest du nicht viel lieber diese Erinnerungen oder diese Momente mit jemandem zu zweit genießen? Und ich verstehe auch komplett den Gedanken. Für mich war das aber so, dass ich das viel mehr alleine genießen konnte, weil ich mit meinen Gedanken viel mehr bei mir war. Weil wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, dann drehen sich meine Gedanken meistens um die andere Person. Dann denke ich mir, ich hoffe, die andere Person, der gefällt das gerade. Oder ich hoffe, der geht's gut. Oder wie lange will die andere Person da bleiben? Oder meine Gedanken drehen sich dann super oft um die andere Person. Ich bin ein bisschen People-Pleaser. Was auch gar nicht so schlimm ist, aber manchmal auch anstrengend. Und wenn man dann mal alleine ist, dann ist es so, oh mein Gott, ich kann da bleiben, solange ich möchte. Wie geht's mir gerade? Wie finde ich das gerade? Wie schön ist der Sonnenuntergang? Wie gut ist das Essen gerade? Oh mein Gott, ich bin so toll, weil ich hier alleine bin. Das waren meine Gedanken. Und ja, ich kann es, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Und man hat immer die Chance, dann noch mal einen Urlaub mit seinem Freund zu machen. Aber wenn man die Chance hat, alleine wegzufliegen, dann würde ich immer sagen, Leute, macht das. Weil ihr habt es, glaube ich, gemerkt, mein Leben hat sich dadurch echt krass verändert. Apropos Thema Reisen, für alle, die super gerne reisen, aber einfach generell umweltbewusster und nachhaltiger leben wollen, wollte ich euch eine Firma vorstellen, und zwar die Firma Duschbrocken. Vielleicht kennt ihr die bereits. Die haben feste Duschgele, feste Reinigungsschäume, feste Conditioner, festes Deo. Was richtig nice ist, nicht nur fürs Reisen, super, super praktisch, weil man eben keine Flüssigkeiten hat. Aber eben, man ist generell umweltbewusster und nachhaltiger, mit denen man spart zum Beispiel 2 Plastikflaschen. Und die sehen super cute aus. Es gibt die in verschiedenen Geruchsrichtungen. Ich finde auch die Namen super cute. Ich habe hier einmal Maxi Minz. Das ist ein frischer Zitrus- und Minzduft.
Dann Carlos Kokos, das ist Kokos und Vanille. Finde ich mega, ich liebe Kokos und Vanille. Dann habe ich Toni Zitroni mit frischem Zitronenduft und Frieda Früchtchen. Das ist ein frischer Tropenduft. Die riechen richtig, richtig nice. Komplett vegan und mikroplastikfrei. Und ich habe auch einen 10% Rabattcode. Und zwar spart ihr mit dem Code Vanilla 10% auf alles ohne Mindestbestellwert. Schaut da gerne mal vorbei. Ein Bestellwert von 29 Euro ist sogar versandkostenfrei und innerhalb von ein, zwei Tagen wird das auch geliefert. Und ich habe jetzt gleich mal eine längere Reise vor mir, beziehungsweise wieder eine Reise und nehme die auf jeden Fall mit. Finde die super, super praktisch. Ich habe hier einmal das Haut- und Haare festes Duschgel und hier auch nochmal in zwei verschiedenen Geruchsrichtungen. So sehen die aus. Schaut gerne mal in der Infobox nach, da habe ich euch alle Infos nochmal bereitgelegt. Genau, weiter geht's mit dem Video. Okay, next one. Thema People Pleaser und für sich selber einstehen. Bin selbst ein eher ruhiger, aber sehr empathischer Mensch. In meinem Freundeskreis gibt es ein paar Girlies, die einen sehr dominanten Charakter haben. Ich stecke hierbei sehr oft ein, versuche nun zwar öfter meine Meinung zu sagen und mehr auf mich zu hören, aber habe immer das Gefühl, dass es nie verstanden wird und immer nur als Antwort kommt, dass ich ja zum Beispiel mitfeiern gehen muss. Weil man muss ja für die Freunde auch mal einstecken können und die Arschbacken zusammenkneifen. Obwohl ich selbst mich dabei einfach momentan nicht wohlfühle. Okay, erstmal tut mir das total leid, dass du das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst. Und ich kenne das so gut. Also ich kenne das, ich kann mich so gut in dich reinfühlen. Weil ich finde, wenn man eher so einen ruhigeren Charakter hat und eher, eher so Sachen eher manchmal so Dinge einsteckt und dann Freunde hat, die so ein bisschen dominanter sind und die sagen, wo es lang geht, dann ist es total schwer, für sich selber einzustehen und mir fällt das auch persönlich total schwer und bei mir ist es auch noch so, dass ich totale Angst habe, Menschen zu enttäuschen. Deswegen kann ich da deine Gedanken total nachvollziehen und mittlerweile finde ich, habe ich gar keine Menschen mehr in meinem Umfeld, die so dominant sind oder die so über mich stehen, weil irgendwie klingt das so in der Beschreibung, die du mir geschickt hast, dass deine Freunde oder diese Freunde auch so ein bisschen denken, dass sie über dir stehen, wenn sie sagen, so, du musst deine Arschbacken zusammenkneifen und du musst feiern gehen. Ich persönlich würde mich total unwohl fühlen und würde mir denken, so meine Meinung ist weniger wert oder ich würde mich dann so fühlen, als wäre mein eigenes Bedürfnis, nicht feiern zu gehen, weniger wert. Und ich finde, so sollte eigentlich eine Freundschaft nicht wirklich funktionieren, weil deine Meinung oder dein Wunsch ist genau auf der gleichen Ebene wie das, was deine Freunde oder diese eine Freundin will. Und nur weil du ruhiger bist, heißt das nicht, dass du mehr einstecken musst oder nur weil du mehr nachgiebig bist, heißt das nicht, dass deine Meinung weniger wert ist. Und es ist super schwer, und das verstehe ich komplett, dass man dafür sich selber einsteht und ich weiß auch nicht, ob ich da so einen richtigen Tipp habe. Ich würde einfach das klar formulieren. Und mir ist auch bewusst, dass es bei manchen Menschen total schwierig ist. Aber ich würde einfach mal sagen, hey, irgendwie fühle ich mich dabei gar nicht wohl und ich möchte das eigentlich nicht. Und ich würde mir total wünschen von euch, dass ihr das versteht oder auch respektiert. Und ich glaube, das ist wirklich nur so ein bisschen Learning by Doing, für sich selber einzustehen. Und jedes Mal, wenn man das macht, dann fällt es einem schon ein bisschen leichter. Aber ja, jetzt möchte ich euch auch wieder auffordern, falls ihr da einen guten Tipp habt, genau zu so einer Situation, schreibt es bitte in die Kommentare. Falls ihr da irgendwie einen guten Satz habt oder irgendwas, was euch da weiterhilft oder was ihr dann sagt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil mir fällt es auch noch schwer und da würde ich vielleicht auch einen Tipp brauchen. Ich würde sagen, wir haben jetzt einige Themen besprochen. Ich hoffe sehr, euch hat das kleine Format gefallen. Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat oder ob euch generell solche Sit-Down-Cozy-Videos gefallen, weil ich liebe das irgendwie, mit euch einfach so über verschiedene Themen zu reden. Falls ihr Lust habt oder Ideen habt für weitere Kategorien oder irgendwie einen Wunsch habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Abend oder Tag oder je nachdem, wann ihr das Video anschaut und fühlt euch alle umarmt und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder zu einem neuen Vlog von mir. Bye!